Straße los. Ja, ihr seht hier schon auf der Karte, ganz rechts oben ist dieses Kreuzesweise. Und wie ihr seht, ist es ein ganz schöner Marsch bis dahin. Wir sind links unten, oder links in der Mitte kann man sagen, dieser rote Pfeil. Wir müssen jetzt einfach mal komplett den Schienen hier entlang laufen. Bei tollstem Wetter auf jeden Fall. Richtig geiles Sommerwetter. Und ja, keine Ahnung. Tjom, ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du mich aus diesem dummen Keller geholt hast. Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Nur weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Danke, mein Liebling. Jetzt geh. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Ich bin ein bisschen blöd, dass ich jetzt hier keine Munition habe. Das ist alles sehr, Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Ja, eine Sache noch. Dieser Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ich denke, es sind die Banditen. Sie beobachten uns. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der Sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Viel Glück, Artyom. Dankeschön, dankeschön. Ich lade mal das Teil jetzt mal kurz auf. Also der Turm hier vorne meint er wahrscheinlich, dass da... Denk immer daran, deinen Spielfortschritt zu speichern. Aber wenn schon solche Hinweise kommen, dann habe ich kein gutes Gefühl. Okay, wir müssen eigentlich theoretisch nur geradeaus laufen. Mehr oder weniger den Schienen folgen. So weit wie möglich. Und... Wie gesagt, am besten tagsüber gehen. Weil tagsüber nicht so sehr viele Monster unterwegs sind. Dafür halt mehr Banditen. Ich schaue jetzt mal ungefähr, wie ich es mache. Ob ich euch komplett alles zeige. Oder... Ob ich einen Teil rausschneiden werde. Mal schauen. Scheint irgendwas kontaminiert zu sein. Da hinten sind echt Banditen, ja. Geigenzähler. Okay, das schlägt an. Das heißt, hier ist sehr viel Strahlung. Wie es aussieht, dürfen können wir ja gar nicht lang gehen, oder? Banditen hier unten überleben. Das würde mich interessieren. Das jetzt wieder wegmachen. Ich kann uns jetzt hier eigentlich auch mal kurz umgucken.
das noch einen Inselstaat zu? Fick dich! Gib uns die Moneten, dann kannst du trinken! Nein, niemand bezahlt für mich. Lass mich einfach gehen. Bitte was? Es gibt keinen. Was ist da hinter dem Zaun, Leute? Da ist er! Dieser Hurensohn! Verdammte Scheiße! Hab das Miststück im Visier! Ja, es ist schon geil, also die Banditen anzugreifen wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, weil die auch wieder eine Menge Vorräte haben, wo wir gut gebrauchen können, weil auf diesem langen Weg werden wir mit einer Waffe nicht weit kommen. Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Glück triffst. Okay.
hier abgeschlachtet. Der Hurensohn ist hier. Des Zarfischs. Binde mich los. Bitte. Danke sehr. Vielen Dank. Ah, diese Teufel haben mich auf dem Weg zum Haus des Fisches erwischt. Ich hatte eine Bußübung von Vater Silantius bekommen und den halben Weg hatte ich hinter mir, als sie mich erwischten. Okay, es ging relativ zügig eigentlich mit dem Einnehmen. Schauen wir uns mal ganz oben um. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir leider auch nicht mehr. Ah, hier ist die Gitarre. Gleich mal mit. Sehr gut. Jetzt hier sonst nichts mehr. Krass, hier geht sogar noch höher. Cool. Ich glaub, bloß man kommt hier noch ganz hoch. Ja. Ne, weiter höher geht's nicht, okay. Ah, nein. Darüber möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Ich überlege gerade, müssen wir in die Richtung? Ne, wir müssen komplett woanders lang. Wir müssen, glaube ich, da hinten lang. Ja, in die Richtung. Ich vermute mal, dass das da hinten das ist, wo wir hin müssen. Das könnte gut. Könnte eigentlich ganz gut hinhauen. So, gehen wir wieder runter. Und reden mal mit dem Typ, wo wir befreit haben. Mal gucken, was der so von sich gibt. Ging es jetzt hier runter? Nein. Ist doof. Hier ging es runter. Ja, also sehr viel Munition haben wir jetzt hier leider nicht gefunden. Aber ich finde, ja, war schon ganz okay. So.
können uns jetzt hier draußen auch noch mal ein bisschen umgucken. Hier gab es leider auch nichts mehr. Hier gab es hier noch was. Einer dieser Ketzer. Aber ich erzähle es dir trotzdem. Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Ich ruhe mich hier noch etwas aus, bevor ich zurückgehe. Den Rest meines Lebens werde ich für dich zum Zarfisch beten. Er könnte deine Seele noch retten. Oh, was für Seele. War das, oder? Mit der, wo die Leiche noch lag. Ja, hier. Würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Wir müssen halt in die Richtung hier. Das Problem ist nur, hier vorne war halt... Feuer greift mich an. Fick dich, Alter, du Viech. Ich habe keine Munition mehr. Oh. Ja,
flieg weg, genau. Scheiß dich. Servus. Hallöchen, mein Blutsbruder. Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrezine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tiermensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gefangen. Jetzt zieh dir dieses Gebäude. Dort halten Chill die jetzt. Banditen ihre Geißel des Erlösegelderpressung gefangen. Die armen Kerner müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer verschuften wie diese Geschütze. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik aufblitzen sehen. Daher würde ich keine nach meinem Angriff erklären. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Vielen Dank. Hat er noch ein bisschen was für mich? Ah, wir können schlafen, okay. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Viel Munition haben wir da echt nicht mehr. Geht gar nichts. Wird gerade mal lächerliche 10 Schuss. Süß. Das ist ja echt ein Witz. Jetzt hier mal irgendwas machen kann. Dann würde ich sagen, mache ich hier auch einen kurzen Cut. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.